Hallo und moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. Ja. So. Ja, wir waren ja hier, was haben wir das letzte Mal gemacht? Ich glaube, wir waren das letzte Mal mit im Polizeipräsidium von Marvin. Und Alex und Hendrik, die sind jetzt eigentlich mittlerweile zurück. So. Ich weiß nicht. Sollen wir die beiden Wissenschaftler lassen? So, dass es so ein Brüderding ist? Ich weiß nicht. So, was ist denn mit mir los? Ich fühle mich beschämt. Sims mögen es nicht, wenn jemand einfach so hereinkommt. Ah, okay. Ah, Hendrik. Hendrik ist einfach so reingekommen. Er hat aber auch so ein Talent für. Ein Gericht nehmen. Eigentlich könnte ich es ja auch so machen, dass wir den Tisch... Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es jetzt halt nicht. Weil ich hätte jetzt fast die Idee, dass wir das einfach aufreißen. Hier die Wand und da die Wand. Und dann sparen wir uns den Platz hier, wisst ihr? Wir können allerdings auch hier einfach die Zeile fertig machen. Und hier den Herd reinpacken. So, Felix geht's gut. Ich bin immer noch beschämt. Wo bin ich denn gerade? Energie ist so semi-gut. Ah, ich räume auf. Das ist ungewöhnlich. Sowas tue ich in der Regel eigentlich nicht. Ich räume doch nicht auf. Ja, also, pass mal auf hier, ne? Tatsächlich? Ich räume alles auf? Wo spülst du das ab? Wieso nicht hier? Was ist los mit dir? Und Alex steht irgendwie bei der Caro so wie so ein Psycho im Raum. Yeah, umarmt euch erstmal. Bruderliebe. Ungewöhnlich, ungewöhnlich. So, jetzt will er wahrscheinlich noch Caro umarmen. Mit Caro plaudern. Ich habe ein Paket bekommen. Es ist zwar nicht hier, aber ich habe es bekommen. Was ist das? Da waren Fliegen dran. Da waren keine Fliegen dran. Stand auf der Kommode. Weißt du, wo das hin ist? Oder hast du es mit dem Auto vielleicht weggefahren? Ich meine, es war ein schönes Wetter. Sonnenschein und so. Ach, die ignoriert mich. Blöde Kuh. Was ist denn mit Felix? So, das passt so. Henrik sitzt da. Wo ist Marvin? Marvin schläft schon. Sehr, sehr gut. Wahrscheinlich, weil er in die Arbeit muss morgen wieder. Gehen wir da mit, dann wird er mich befördert. Felix schläft einfach so mitten im Raum. Oh. Was ist mit mir los? So, aufräumen. Ich glaube, es liegt echt an der Wand. Moment. Wir werden die Wand jetzt tatsächlich wegreißen. Das ist echt blöd, weil ich sehe praktisch oben die mittlere Leiste nicht aufgrund meiner Webcam. Das auch weg. Dann brauchen wir das eigentlich auch nicht. So. Dann können wir eigentlich Hammer-Tool weglegen. Aber wir machen das jetzt mal so. Wir stellen das jetzt dahin. So, jetzt können wir das nämlich kopieren. Drehen. Sehr geil. Aber warum ist das da... Muss ich das verstehen?
Hä? Ah, okay, ich verstehe. Das sind scheinbar so Spezialdinger. Sehr gut. Dann tun wir das jetzt hier weg. Drehen das. Und da machen wir jetzt praktisch, genau. Weil ich bin auch ein totaler Fan von solchen Kücheninseln, wenn ihr wisst, was ich meine. Weiter links geht nicht. Schade. Ich weiß nicht, das gefällt mir nicht, dass das... Habe ich eine Nachricht bekommen? Na, das war was. Gut. Nee, das passt so. Gefällt mir. Weil rein theoretisch... Okay, wir sind zu fünft, ne? Rein theoretisch bräuchten wir... den Tisch nicht mehr. Wenn ich ehrlich bin. Was passiert, wenn ich jetzt eigentlich den hier mache? Ach, geht gar nicht, ne? Das geht nicht, ne? Sie ist nicht da rückgängig. Ja, okay. Dann lassen wir das jetzt einfach so. Wir könnten jetzt eigentlich auch... So, wisst ihr was? Wir machen das jetzt dahin. Wir haben eine Riesenküche. Wir haben eine Riesenküche. Das ist okay. Oder wartet mal... Huch, nein, das war jetzt eins zu viel. Sehr gut. Ja, das lassen wir jetzt einfach so. Jetzt lassen wir den Tisch jetzt einfach stehen. Das ist halt für Gäste. Ja, da haben wir jetzt halt noch eine Bar. Geld haben wir eigentlich viel, ne? Jetzt könnten wir eigentlich mal gucken. Eine gemütliche Küche. Wir könnten... Jetzt schauen wir mal, was es da so gibt. Das ist das hier, ne? Zeitgenössischer. Aber was ist denn jetzt, wenn ich jetzt dahinter... Da geht das jetzt. Aha. Okay. Das ist ja jetzt Schnieke. Also so will ich das eigentlich. So, jetzt können wir das tatsächlich wegmachen. Weg damit. Dann hätten wir jetzt einen super Platz für den Flügel. Der passt da eigentlich jetzt super hin. Das ist praktisch so die Bildungsecke. Gefällt mir. Also wird langsam besser. Achso, zurück. So, wir haben jetzt mich selber. Wir können jetzt praktisch jetzt mal kurz auf die Toilette gehen. Hendrik, versau's nicht. Versau's nicht, mein Junge. So, und ich gehe jetzt aber auch schlafen. Weil morgen geht's ja wieder zur Arbeit. Hendrik geht auf eine sehr merkwürdige Art und Weise. Zu Caro, er will sie wahrscheinlich erschrecken. Oder mit ihr reden, eins von beiden. Webus.
Ja, ja, Kaffee und das Geld. Moment, Moment, warum? Okay, wer kümmert sich drum? Ich kümmere mich drum. Also das geht jetzt mal gar nicht. Aufmachen! Sofort, Polizei! Wütend über Lärmbeschwerden. Das geht ja mal gar nicht so. Laute Lautstärke hier. Wir wollen schlafen. Oh, es tut mir so leid. Ich ja, morgen hauen wir in die Fresse. Ja, heute geht doch. Also, wie soll man da schlafen? Also, das finde ich jetzt fast lustig, das Feature. Du gehst wieder schlafen, der Marvin. Lektion gemein. Caro ist gemein. Gemeinsam sind's glücklich, wenn sie gemeinsame Dinge zu. Keine Ahnung. Es war so schnell weg. So, Hendrik. Mama, was will denn Felix? Wo ist Felix? Mama, mit Laserpointer spielen. Er ist gerade konstruktiv. Vielleicht kann man das gerade nutzen. Mal schnell gucken. Wir brauchen unbedingt noch einen PC, oder? Das machen wir jetzt mal schnell. So, dann haben wir erstmal hier. So, wir machen gleich zwei hin. Einmal auch mehr Leute hier. Wenn man mal was surfen möchte, ne? Alter, 10.000. So, zweimal. Und wir brauchen natürlich auch einen bequemen Stuhl. So, wenn mal was gemacht werden muss, ne? Das ist schon wichtig. Stellung, was kann man hier mal machen? Gibt es denn hier irgendetwas? Einzelhandel kaufen. Nee, das passt schon. Aber du kannst das mal wegräumen. Und danach gehst du schlafen, Hendrik, weil du musst ja morgen wieder in die Arbeit. Und als Wissenschaftler ist das schon ziemlich wichtig. So, Caro hat eine volle Blase. So, sie geht jetzt mal auf die Toilette. Dann lernst du noch mal ein bisschen schreiben und dann geht sie schlafen. Wobei, warte mal, wir gehen nicht direkt schlafen, wir gehen noch vorher duschen. Dann schreiben wir noch mal ein bisschen, schreiben üben und wir gehen danach schlafen. Das ist jetzt der Plan. Hendrik muss jetzt mal langsam mal hier in die Pötte kommen. Meiner Spaßlevel ist schon sehr, sehr weit oben. Felix ist jetzt auch schon ein bisschen ausgepowert. Der will bestimmt schlafen. Weshalb du dann auch einfach Felix dann auch mal dazu bittest, schlafen zu gehen. Und wir packen jetzt mal Hendrik, dass er jetzt einfach mal noch schnell den Teller wegräumt. Das macht er jetzt natürlich auch sehr gerne, ne? Das ist ja eine deiner Lieblingsaufgaben. Was machen wir mit dem Raum? Weil der ist irgendwie unnütz. Wir könnten es rein theoretisch so machen, dass Caro ein eigenes Bad bekommt. Dann würden wir hier nochmal ein Bad bauen, würden wir vielleicht noch zwei ganz kleine Bäder und würden dann praktisch ihr Zimmer etwas verkleinern. Das wäre fast eine Idee. Man könnte aus diesem Bad, also das Bad komplett wegmachen
Und dann machen wir so ein 9 Quadratmeter Bad. Das praktisch, dass wir irgendwie 3 Toiletten machen. Oh, wie schaut's denn da aus? Also das müsste man echt mal säubern. Ich bin immer fast dafür. Emanzipation. Nein, das macht mal die Caro. Was hat sie denn vor uns gehabt, dass sie den Balken fast vorhatte? War das eine Kolumne schreiben? Warte mal, wir machen das jetzt mal hier weg. Hier das weg wollten wir. Ich glaube, die war Kolumne unterwegs. Hätten wir vor uns mal gucken müssen? Müssen wir noch nicht säubern, sehr gut. Oh, was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Caro ist ein Hitzkopf. Solche Sims sind oft wütend, meistens zum Leidwesen der anderen. Böse gesinnt. Hitzköpfig. Sims gehen bereits bei der kleinsten Kleinigkeit an die Decke. Ja? Sie kann ja auch mal ganz aggressiv den Teller wegbringen. Oh, wer hat da die Tür aufgemacht? Ach, das ist Felix. Möchte spielen. Felix möchte spielen. Was ist denn los, Felix? Ich bin leider am Schlafen. Ich kann ja nicht helfen. Die Caro könnte dir helfen. Jetzt fühlt sie sich unwohl. Ach so, weil sie müde ist. Dann soll sie schlafen gehen. Kann auch den Teller wegbringen und dann geht sie schlafen. Na, das ist jetzt eigentlich ein guter Deal. So, halt, das ist, weiß nicht, das ist, ich bin da echt kritisch. So. Es muss so sauber abschneiden, wisst ihr? Das ist schwierig bei mir. Das ist, hier ist es okay, weil es in den Raum reingeht und hier praktisch was steht, was Nützliches. Genau, bring das mal weg. Alle am Schlafen. Machen wir mal ein bisschen Gas hier, dass die Caro auch mal... Oh, ich hoffe, die wird rechtzeitig wieder fit. So, ich bin der erste Sims, der wach wird. Was ist jetzt mit mir los? Ich spinne ein bisschen. Die Tattoos machen mich echt fertig. Die Tattoos machen mich echt fertig. Die hätte ich echt wegmachen müssen. Eieiei. So, gibt's noch irgendwas zu machen? Wir werden jetzt erstmal was kochen. Weil ich meine, die anderen Leute werden dann auch mal irgendwann wach. Was machen wir dann richtig schön zum Frühstücken? Pandometro. Was ist das denn? Ach, machen wir jetzt einfach mal. Keine Ahnung, was das ist. Okay, ich habe eine total ein Karussell der Gefühle. Oh, Marvin ist wach, sehr schön. Du brauchst dir gar nichts zu essen machen, Marvin. Du kannst aber mal mit Felix ein bisschen reden. Du brauchst ein bisschen Soziales. Was ist mit mir los? Balco? Balco Nord. Ah. Febede Mackiner. Chibini Nobe. Stumsig Salunga. Panave. Bambayu. Kiniko Pifarfase. Lipisu Polingo. Genau, koch mal weiter hier. Lass dich viel zu leicht ab. Ja, das hast du es davon.
Eigentlich muss ich den noch zur Sau machen. Naja, aber man will ja nicht so sein, ne? Post haben wir keine. Nein, 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 nein. Du brauchst gar nicht auf. Du brauchst gar nicht das Kochen anfangen. Ungeduldig as fuck. Aufräumen. Du kannst mal lieber hier irgendwie. Ein Gericht nehmen. So. Wir machen einfach generell jetzt hier. Zum Essen rufen. Oh, das glänzt ja richtig. Ausgezeichnet. So, Leroy. Was ist jetzt los? Blindwütig. Wegen Unberechenbarkeit. Na super. Na super. Machen wir nochmal mit. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir machen jetzt erstmal einen Cut für heute. Einen Break. Und wir machen praktisch in der nächsten Folge, gehen wir nochmal mit Marvin mit. Also wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.